Let's hope this works. Hope is the only thing we have left, my aunt. Habt ihr Lust, nach Pandora zu reisen? Dann schaut euch unsere Preview zu Avatar Frontiers of Pandora an. James Camerons Avatar, das Spiel, erschien 2009. Das ist eine ganze Weile her. Als wir Online-Event selbst Hand an Avatar Frontiers of Pandora legen durften, fällt uns erst einmal die Kinnlade herunter. Klar, 14 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Aber der Dschungel, durch den wir erneut unterwegs sind, hat im Vergleich zum für damalige Verhältnisse doch schon sehr ansehnlichen Urwald unglaublich an Lebendigkeit und Naturalismus gewonnen. Sofern man hier überhaupt von Naturalismus sprechen kann. Denn Flora und Fauna sind nur vage an die natürlichen Vorbilder angelehnt. Das war offensichtlich für die Ubisoft-Programmierer ein guter Anlass, sich hinsichtlich Farb- und Formgebung mal so richtig auszutoben. Und das Ergebnis ist absolut beeindruckend. Der Kinglaw Forest ist ein Urwald wie aus dem Bilderbuch. Überall sprießt, wabert, flimmert und tropft es. Man kann die Feuchtigkeit förmlich spüren und bekommt richtig Lust, die Umgebung zu erkunden. Ein Action-Adventure hat Ubisoft versprochen. Wahlweise im Singleplayer oder im Online-Koop spielbar. Der Mond Pandora wird nun zur Open World, den wir nicht als Mensch im Avatar-Körper, sondern als Navi durchstreifen. Erzählt wird eine eigenständige Story, die sich aber dem offiziellen Kanon eingliedern soll. Angesiedelt ist sie auf der gleichen Zeitachse wie Avatar 2. Die Menschen sind mal wieder in Gestalt der Resources Development Administration, kurz RDA, unterwegs, um das zu tun, was Menschen nun mal so tun: Rohstoffe ausbeuten und dabei die Natur unterpflügen. So folgen wir unseren blauen Händen durchs Gehölz, denn im Gegensatz zum Third-Person-Vorgänger sind wir nun in Ich-Perspektive unterwegs. Vieles um uns herum sieht tatsächlich aus wie in einem Fiebertraum oder einem Gemälde des Surrealisten Max Ernst. Tatsächlich scheinen sich die Ubisoft-Designer die zufallsgenerierten, fantastischen Landschaften von No Man's Sky ziemlich genau angesehen zu haben. Die Pflanzen reagieren ganz unterschiedlich auf uns. Manche scheinen sogar von einer geheimnisvollen Energie aufgeladen zu sein. Doch wir haben keine Zeit, der Sache auf den Grund zu gehen, da die Session auf 2,5 Stunden angesetzt ist und wir möglichst das Ende der Mission erreichen wollen. Da wir mitten ins Geschehen geworfen wurden und daher keine Ahnung haben, wer wir eigentlich sind und was wir hier tun, lassen wir uns über unser HUD informieren, dass wir für irgendein Ritual Mangrovennektar sammeln sollen, um daraus Nixisei, eine Art Frühlingsrolle für Blauhäute, anzufertigen. Wir müssen es sammeln und das heißt hier erst einmal suchen. Mittels der R1-Taste wecken wir unsere Jagd- und Sammelinstinkte und können anhand der blaugrünen Lichtsäule erkennen, wo ungefähr wir hin müssen. Dabei stellen wir auch recht bald fest, dass im Wald allerlei Feinde lauern, denen wir aktuell nichts entgegenzusetzen haben. Daher heißt es auch schon nach wenigen Minuten: Your journey has ended. Ein am anderen Ende der Leitung sitzender Ubisoft-Mitarbeiter erklärt uns, dass wir mittels L1 das Waffenrad öffnen und auf eine ganze Reihe von Bögen zugreifen können. Danke auch für die Vorwarnung. Das Maschinengewehr auf der rechten Seite irritiert uns zunächst etwas. Aber das werden wir später noch gut gebrauchen können. Nach ein paar Minuten finden wir uns schon ganz gut im Urwald zurecht und erledigen unterwegs ein paar kleinere Plagegeister. Unser Instinkt hilft dabei, die gesuchten Mangrovenfrüchte zu finden. Überhaupt scheint das Sammeln und Horten von Nahrung und Materialien ein wesentliches Spielelement zu sein. Und das Suchen von Zeug. Denn nun sind wir auf der Suche nach dem Glade of Light, um 2 Artgenossinnen den Nektar zu überbringen. Umschauen sollten wir uns nach einem Rock Pillar covered in Willow Trees in the Big Leaf Biome directly west of the Home Tree. Das kostet uns einige Mühe, denn die Lichtsäule ist hierbei nur bedingt hilfreich. Es kann aber auch gut sein, dass wir uns hier etwas dämlich angestellt haben. Jedenfalls wissen wir jetzt, was es heißt, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. In einem recht seltsam anmutenden Ritual wird uns nun über einen Riesenschmetterling eine Vision übertragen. Oder so ähnlich. So genau haben wir es ehrlich gesagt nicht verstanden. Jedenfalls erfahren wir, dass unbekannte Flugobjekte die Ruhe des Kinglaw Forest stören. Wenn da mal nicht die RDA ihre gierigen Finger im Spiel hat. Aber hätte man uns das nicht einfach auch so sagen können? Also ohne Nektar, Schmetterling und Vision? Und schon sind wir wieder auf der Suche. Denn um den nervigen Fliegern auf die Spur zu kommen, müssen wir erst einmal selbst fliegen lernen. I use this with Zormi. May you find a bond as strong as ours. Dazu sollen wir uns vorher mit unserem Ikran-Flugdrachen verbinden, wozu wir einen Berg besteigen und dort einen weiteren Artgenossen treffen müssen.
Vorher starten wir noch kurz dem Skillsystem einen Besuch ab, das wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch nicht so richtig verstanden haben. Ein etwas exotischeres RPG-System, das könnte sich hier gut machen. Ein weiteres kurzes Scharmützel im Wald endet mit einer schmählichen Flucht unsererseits. Schwamm drüber, wir sprechen uns dann nochmal im fertigen Spiel. Das Besteigen des besagten Berges erweist sich als recht mühsame Kletterpartie mit Sprungeinlagen, wobei sich als Hauptschwierigkeit das Ausfindigmachen des richtigen Weges herausstellt. Der ist nämlich mitunter nur ein kaum erkennbarer Trampelpfad. Der ein oder andere Absturz gehört auch dazu. Und ehrlich gesagt ist die ganze Sucherei auf Dauer doch etwas mühsam. Als wir unseren blauen Kollegen endlich finden, nimmt das Spiel unvermittelt eine komplett andere Richtung. Auf unserem Drachen müssen wir mehrere fliegende Inseln anfliegen und in die Luft jagen. Dazu gilt es jeweils, unter Zeitdruck ein simples Schalterrätsel zu lösen und uns dabei gleichzeitig der Angriffe der feindlichen Flugobjekte zu erwehren. Die Actioneinlage mag irgendwie so gar nicht zu dem anfänglichen »Alles ist mit allem verbunden« Naturvolk-Ton passen. Aber vielleicht gehört das ja zum Avatar-Franchise und ist genau das, was die Fans der Filmvorlage erwarten. Schließlich gilt es, den Ursprung der ballerfreudigen Drohnen ausfindig zu machen. We should get going. Hope the Oranahe Hunters agreed to help us. Jetzt geht es an die Infiltration einer schwer bewachten RDA-Basis. Wir kennen sowas ja von Ubisoft. Insbesondere Far Cry lässt hier recht deutlich grüßen. Das MG wäre hier sicher hilfreich. Trotzdem greifen wir erstmal zum Bogen, um nicht ganz so viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Gut, hat nur so halb geklappt. Die menschlichen Wächter sind nicht die allerhellsten, aber vor den Robotern sollte man sich schon in Acht nehmen. Aber wir haben keine Zeit mehr, uns eine schlüssige Taktik zu überlegen, denn die 2,5 Stunden sind gleich um. Als beste Methode stellt sich heraus, einfach in Bewegung zu bleiben, den Alarm zu ignorieren und so schnell wie möglich zu den Radartürmen zu hechten, die wir nun ausschalten müssen. Ist es nicht erstaunlich, wie versiert so ein Ureinwohner beim Hacken von menschlicher Technik ist? Die 160 Minuten, die wir mit Avatar Frontiers of Pandora verbringen durften, hinterließen bei uns einen zwiespältigen Eindruck. Der Kingler Forest hat uns dabei am besten gefallen. Die extrem lebendig wirkende Umgebung mit einer unglaublichen Fülle an sammelbaren Items lädt zum Erkunden ein und macht neugierig, was da noch so auf uns wartet. Die Sucherei ist sicherlich nicht nach jedermanns Geschmack. Aber mit der Jagd, dem Fertigen von Gegenständen und Gebrauchsgegenständen und dem interessant wirkenden Skillsystem steckt hier einiges an Potenzial. Angekündigt ist außerdem, dass man auf Pferden reiten kann, was auch schon mal ganz gut klingt. Der Kampf gegen die bösen, Rohstoffe abbauenden und Maschinen in die Schlacht werfenden Menschen wirkt allerdings schon in den Avatar-Filmen sehr holzschnittartig. Muss man mögen, und das tun ja auch offenbar ein paar Millionen Kinogänger. Alles safe also. Der Angriff auf eine Basis voller, um es vorsichtig zu sagen, nicht besonders cleverer KI-Gegner wirkt entsprechend aufgesetzt und konnte uns zumindest in dieser Anspielsession noch nicht so recht überzeugen. Das könnte aber auch daran liegen, dass der große erzählerische Bogen und damit der Kontext in so einer Anspielsession naturgemäß fehlt. Gut möglich, dass das fertige Game diese Teile überzeugend zu einem stimmigen Ganzen miteinander verknüpft. Dabei wird man sich sicherlich, um ja auch mal den Elefanten im Raum beim Namen zu nennen, an Sonys bahnbrechender Horizon-Reihe messen lassen müssen, was ein ziemlich schwieriges Unterfangen sein dürfte. Zwar waren die Avatar-Filme und Games mit der Kombination aus steinzeitlich lebendem Naturvolk und Hightech deutlich früher am Start. Doch kaum jemand wird bestreiten, dass Guerilla Games das Setting extrem nah an die Perfektion gebracht hat und dafür nicht mal ein Franchise brauchte, sondern eben mal selbst eins geschaffen hat. Trotzdem, es spricht mehr dafür als dagegen, dass Ubisoft ein gutes bis sehr gutes Lizenzspiel auf den Markt bringen und uns damit gewohnt gut unterhalten wird. Auch der angekündigte Zweispieler-Koop-Modus stimmt uns hoffnungsvoll. Habt ihr die Avatar-Filme gesehen? Und seid jetzt heiß auf das Game? Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, was ihr zum Spiel denkt. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Wir sehen uns dann in Pandora! A new Bond. It is wondrous to fly on thought alone, to touch the mind of another, your hearts beating as one. You must secure the bond with a final act of trust. How do I... Hold back!